Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schon gewusst. Heute geht es um sogenannte Upload-Filter. Über ihre Einführung wurde in den vergangenen Jahren heftig gestritten. Seit dem 1. August 2021 sind sie nun aber im Gesetz verankert und die Betreiber von Internetplattformen zum Einsatz der Technik verpflichtet. Aber was genau sind Upload-Filter? Wie funktionieren sie? Und warum ist die Einführung eigentlich so umstritten? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Wie der Name eigentlich schon verrät, dienen Upload-Filter der Filterung von Uploads. Doch warum sollten Uploads überhaupt gefiltert werden? Wer glaubt, dass es dabei nur darum geht, jugendgefährdende, gewaltverherrlichende oder sexuelle Inhalte herauszusieben, irrt. Der Hauptgrund, warum Plattformbetreiber seit dem Sommer 2021 zum Einsatz von Upload-Filtern verpflichtet sind, ist eine Änderung des Urheberrechts innerhalb der Europäischen Union aus dem Jahre 2019. Denn Upload-Filter sollen verhindern, dass User urheberrechtlich geschützte Videos, Bilder oder auch Texte im Internet hochladen, obwohl sie gar keine Rechte daran haben. Die veränderte Regelung im Urheberrecht schreibt nämlich unter anderem vor, dass jetzt die Plattformbetreiber für die Urheberrechtsverstöße ihrer Nutzer haftbar gemacht werden können. Während bisher ausschließlich dem Uploader Ärger bei Verstößen drohte, sind Plattformen wie YouTube und Co. nun selbst haftbar, also in der Pflicht, Uploads zu kontrollieren. Gerade bei großen Plattformen ist das eine gigantische Herausforderung für die Betreiber. Allein bei YouTube gibt es pro Tag etwa 300.000 neue Uploads. Deshalb kommen nun Upload-Filter zum Einsatz. Das sind Programme mit riesigen Datenbanken, die Videos, Bilder oder Texte automatisiert mit bekanntem Material abgleichen und feststellen, ob der Upload möglicherweise zum Urheberrechtsverstoß führen würde. Klingt eigentlich nach einer guten Sache. Warum ist denn dann der Einsatz von Upload-Filtern so umstritten? Das liegt daran, dass das Urheberrecht ziemlich komplex ist. Unter gewissen Voraussetzungen und in gewissem Umfang dürfen auch urheberrechtlich geschützte Materialien verwendet und hochgeladen werden. Werden Inhalte zu satirischen Zwecken genutzt, bilden sie als Parodie beispielsweise eine Ausnahme vom Urheberrecht. Auch Songs und Videos dürfen bis zu einer bestimmten Länge für Remixe genutzt werden. Weil ein Upload-Filter allerdings nicht immer in der Lage ist, Parodien oder Remixe zu erkennen, könnte so auch der Upload von eigentlich erlaubtem Material verhindert werden. Kritiker sehen aber nicht nur die Kunstfreiheit, sondern auch das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Pressefreiheit gefährdet. Denn die Datenbank könnte auch missbraucht werden, um zum Beispiel regierungskritische Aussagen herauszufiltern, wie es in China bereits der Fall ist. Du hast nun erfahren, was es mit den Upload-Filtern auf sich hat und dass sie eingesetzt werden, um Urheberrechtsverstöße im Internet zu verhindern. Du hast aber auch gesehen, warum die Einführung noch immer sehr umstritten ist. Wir wünschen dir auf jeden Fall auch weiterhin viel Spaß bei der Benutzung von Internetplattformen wie YouTube, Twitch und Co. Bis zum nächsten Mal!